Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Es ist wieder Mittwoch und das nächste Building hier wartet auf uns. Und zwar, diesmal starten wir dann mit Evoli. Ich finde, es ist ziemlich cool, dass sie auch Evoli gemacht haben. Schließlich sind die Evolutions ziemlich beliebt. Und mal sehen, wie die das so umgesetzt haben. Ja, dieses Produkt ist von Lotz. Das ist irgendein chinesischer oder koreanischer Betrieb. Und Lotz iBlock Fun, irgendwie so heißt das. Und es ist kein Nintendo lizenziertes Produkt. Also nicht offiziell von denen abgesegnet. So, hier haben wir diese Anleitung. Wie immer. Und hier die richtig kleinen Steinchen. Ja, da sehen wir alles, was wir dazu brauchen, um das zu bauen. Und ich melde mich in wenigen Sekundenbruchteilen wieder, um euch zu zeigen, wie das fertige Produkt aussieht. So, da bin ich wieder. Und hier haben wir das Evoli. Das finde ich ist eigentlich auch ganz gut gelungen. Im Großen und Ganzen. Ich finde, die haben das ziemlich cool gemacht. Hier mit diesem weißen Flaum, den Evoli um den Hals hat. Und auch ein bisschen am Schweif. Dann die Ohren. Alles in allem nicht übel. Obwohl es natürlich so als diese Art Lego-Version nicht so süß, sage ich mal, aussieht wie das Original, was wir kennen und lieben. Aber dennoch, ganz gut. Guter Versuch. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Teil wieder rein. Das nächste Mal bauen wir Gengar. Und der sieht schon ziemlich cool aus. Mit den Augen, diese großen roten Augen und der weiße Mund, ziemlich cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein bei den anderen Openings, die diese Woche noch kommen werden. Und bis zum nächsten Mal, euer Pokémaniac. Bis dann!